So, hallo, vielleicht diesmal kein ganzer Stundenpart, aber wir lernen wieder ein bisschen Länder der Welt. Letztes Mal haben wir Europa gemacht und ich würde jetzt heute mir mal die asiatischen Länder anschauen und auch die amerikanischen Länder. Denn ich denke, das sind nicht so viele wie in Europa, ja. Außer es gibt da viele kleine, die mir jetzt komplett entfallen sind und die ich gar nicht kenne. Ich weiß es nicht. Aber wir schauen mal rein. Also vor Afrika habe ich Respekt. Weil in Afrika, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Aber ich würde sagen, wir starten mal mit Amerika. Und gucken mal, was wir da so für Länder finden. Wahrscheinlich gibt es da auch so wieder ganz, ganz kleine, die einfach keine Sau kennt. Wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal. Also, Geografie, Länder Amerika. So, ich kann kurz gucken. 35! Ja, moin! Ja, das war's komplett. Was? Okay. Wir gehen einfach mal rein. Wir gehen einfach mal rein. Wir gehen einfach mal rein. 35. Ach du Schande. Die sind alle einzeln. Ja, klar. Ja, klar, easy. Kriege ich hin. Wie geht schon los? Trinidad und Tobago. Also ich weiß, wo es nicht ist. Da oben. Was? Ja gut, ich habe kein, ich kann nur, ich weiß halt grob, wo es ist. Sind das so kleine? Sind das vielleicht so kleine? Ich krieg jetzt mal die kleinen durch. Ich glaub's nicht. Ich glaub schon, dass es ein richtiges Land ist. Auf dem Festland. Also auf dem Festland. So, okay. Haben wir das durch? Ah, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, oder? Okay, das ist auch nicht die Verbindung hier. Also ein paar schließe ich aus. Ich klicke jetzt einfach alles durch. Das ist mir jetzt egal. Das ist gar kein Land scheinbar. Das existiert wieder nicht. Das ist wieder diese komische grüne Farbe. Ja, jetzt wird es aber langsam. Wo habe ich jetzt noch nicht hingekriegt? Ah, hier. Da habe ich noch nicht. Dann ist es eins davon. Hä, aber das hier ist es doch auch nicht. Was habe ich denn jetzt noch nicht ange... Was ist das denn hier eigentlich für ein Loch? Ist hier echt so ein riesiges Loch Wasser? Oder sieht es nur komisch aus? Ja, was habe ich jetzt noch nicht angeklickt? Das ist doch hier... Das Große kann es doch nicht sein. Weiß ich doch, was das Große ist. Das kann es doch nicht sein. Das ist... Hä? Welcher Fleck ist es, den ich noch nicht gefunden habe? Nee, vor albern, das erste Land und ich krieg's nicht hin. Vor allem, ich habe doch jetzt alles durchgeklickt, was es gibt, oder? Ich weiß, dass es das nicht ist, aber ich klicke jetzt einfach nochmal alles durch. Das habe ich auch nicht angeklickt. Ich wollte schon sagen, es kann doch nicht, es kann doch nicht, es kann doch nicht sein. Barbados, das ist bestimmt eine von den kleinen Inseln da. Okay, Kuba. Kuba ist hier irgendwo. Ist Kuba nicht sogar eins von denen da oben? Nee? Okay. Wait. Kuba ist eine Insel. Kuba ist natürlich eine Insel. Costa Rica. Ist. So klein ist Costa Rica aber nicht. Das glaube ich nicht, dass es eins davon ist. Nee, das hätte mich jetzt auch gewundert. Ich probiere es nochmal hier. Mit den Ecken da oben. Ah, gucke mal. Costa Rica ist die Verbindung da oben. Okay. So, Kanada. Das ist jetzt das Einzige, was ich hinkriege. Okay, Argentinien kriege ich auch hin. Never mind. St. Lucia. Das ist bestimmt wieder so ein. Na, wobei?
Ist das nicht so ein... Ist das klein? Ist das ganz klein? Ist das doch vielleicht so eins hier? Ach, guck mal, Tatsache. El Salvador. Schade. Kein zu kleines. Glaubst du, ist El Salvador hier irgendwas? Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Nee? 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 Da ist El Salvador. Da ist El Salvador. Okay, so Kolumbien ist eins von den Großen hier. Das hier ist doch Brasilien, oder bin ich dumm? Das hier muss doch Brasilien sein. Kolumbien ist irgendwas hier. Da oben. Direkt da oben, das erste ist Kolumbien. Okay. So, Venezuela ist auch hier mit da. Wobei, Venezuela ist da oben, ne? Irgendwo da. Schade. Ich dachte, da wär's irgendwo. Na dann halt nicht. Aber das da ist es doch. Das hier ist doch nicht Venezuela. Das da ist Venezuela. Okay. Okay. Ich weiß einfach viel zu wenig. Aber dafür machen wir es ja. So, ich weiß es jetzt halt aktuell nicht. Und wenn wir hier fertig sind, weiß ich es halt. Und dafür machen wir das jetzt. Dominikanische Republik. Ich hätte gedacht, es ist eins von denen. Schade. Schade, okay. Aber das da ist es doch. Das da ist es. Okay, das ist die Dominikanische Republik. Na gut, USA können wir hier einfach kurz reingehen. So, wenn das die Dominikanische Republik ist, ist daneben Dominika. Das hat Sinn ergeben. Schade. Da ist Dominika. Schade. Da ist Dominika. Okay. So, Guatemala. Ist irgendwo hier. Chile ist das Ding hier am Rand, ne? Richtig. Bolivien ist, glaube ich, das Ding hier. Nein, aber dann hier. Okay. Peru ist... glaube, eins von denen da oben? Schade. Das da ist Peru. St. Kitts and Nevis. Das ist bestimmt wieder so eine Insel hier. So ein Doppelding, irgendwas. Das da ist St. Kitts und Nevis. Sind das echt alles einzelne Länder? Okay, crazy. Okay, Brasilien weiß ich. Paraguay. Ist auch irgendwo hier. Ja. In der Mitte zwischen Argentinien und Brasilien ist Paraguay. Antigua und Barbuda. Das ist auch wieder so ein Inselding hier. Bleibt ja nicht mehr viel übrig. Nicaragua. Ist, glaube ich... Wait. Ne, dann ist es hier eine Verbindung. Genau, eins in der Ver- Ja, okay, da ist Nicaragua. Guyana. Keine Ahnung. Wahrscheinlich eins von den kleinen. Ah ja. Uruguay. Hier ist ja Paraguay. Ist Uruguay in der Nähe von Paraguay? Ah ja. Was man hier auch wieder schön sieht, die ganzen Yen-Dinger sind aneinander. Argentinien, Brasilien, Bolivien, Kolumbien. Die hängen alle aneinander, die Yen-Dinger. So, Honduras ist eins hier jetzt noch. Nein? Okay. Dann ist Honduras nicht hier unten, sondern irgendwo hier in der Mitte. Da ist Honduras. HNC. Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Ecuador. Doch so ein kleines Stück. Das ist doch hier nicht... Da ist es, genau. Grenada. Uns fehlt ja noch eine Insel. Okay. Haben wir noch eine Insel hier? Ja, dann ist das Belize. Schade. Aber Belize ist keins von den großen Ländern hier. Oh, da ist Belize. Okay. Suriname. Das ist jetzt aber dieses Ding hier. Wieder nicht. Ah, das fehlt auch noch. Das fehlt auch noch.
Hier haben wir jetzt alles, ne? Ja. Haben wir hier noch irgendwas? Ach, da oben, da haben wir noch mal. Ah, das ist Suriname, habe ich auch noch gehört. Panama ist dann, Panama ist diese Verbindung, diese letzte. Das sind alles Länder, die man halt schon mal gehört hat, aber halt nie so richtig zugeordnet, ne? Jamaika ist das kleine Ding. Haiti ist die andere Hälfte von der Dominikanischen Republik. Und die Bahamas, klar, das ist diese Inselansammlung. Yo! Das ist ja sick. Also, hier oben müssen wir nicht gucken. So, das ist klar. Die drei waren klar. Kuba war auch noch recht klar. Bahamas war auch noch recht klar. Neu ist jetzt dazugekommen, Dominikanische Republik ist hier dieses rechte Stück. Haiti ist dieses Stück. Jamaika ist das ganz kleine da. Und hier, da habe ich ja fast gar nichts gewusst. Das habe ich ja hab wirklich fast gar nichts gewusst. Belize ist dieses kleine Ding. Guatemala ist dann nach Mexiko, faktisch direkt nach Mexiko. El Salvador ist dieses Stück. Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Und dann Panama ist die Verbindung. Das führt weiter nach Kolumbien. Brasilien war klar. Argentinien war klar. Auch wenn ich erst kurz nach Chile geklickt habe, aber das war einfach Doofheit. Dann ist hier Paraguay und hier Uruguay. Okay. Dann ist hier Bolivien. Peru ist da. Die da oben waren wir komplett neu. Suriname und Guyana. Habe ich so noch wirklich gehört, aktiv. Ecuador ist das Stück hier drüben. Das ist schon wild. Das ist schon wild, ne? Okay. Gut. Ja, und dann kommen halt hier diese ganzen. Also, das werde ich mir nicht merken. Das will ich mir auch gar nicht merken. Also, alles, was recht ist. Die Dinger da. Pff, weiß ich nicht. Grenada ist ganz unten. Okay. Trinidad und Tobago ist dieses Stück hier außen. St. Vincent, Barbados, St. Lucia, Dominica, Antigua und Barbuda, St. Kitts and Nevis. Also, das werde ich mir, glaube ich, nicht merken. Ich wäre schon froh. Ich wäre schon ganz froh, wenn ich den Bereich hier hinkriege und wenn ich den Bereich hier hinkriege mit der Zeit. Also spielen wir es noch ein paar Mal. So. Geht schon wieder los. Wo waren das gerade? Wo war denn das gerade? Ich kann ein paar ausschließen, aber nicht viele. War das ein Star? Nee. Hey, wo war denn das gerade? Wir hatten. Ach doch, das Sting! Das habe ich eigentlich gerade ausgeschlossen. Oh Gott. Jamaika war das, ne? Genau. Ja, USA können wir einfach kurz wegmachen. Das war, glaube ich, das da oben. El Salvador war das hier. Barbados war eine von den Inseln. Da außen war die, genau. Guyana war hier oben. Panama war die Verbindung. Trinidad und Tobago ist hier oberhalb von. Weiß ich schon wieder nicht mehr. Haiti war die linke Hälfte hiervon. Die Bahamas sind das hier. Honduras war irgendeins hier. Da, okay. Kuba. Kuba Libre. Ach, Kuba hier, klar.
Chile war irgendwas hier war Chile. Nicht direkt nach Mexiko, nicht direkt nach Mexiko. Irgendwas hier war Chile. Ja, scheiße. Dacht. Ach, Quatsch. Chile hatte ich vorhin sogar noch richtig. Jetzt habe ich es komplett durcheinander gewürfelt. So, Ecuador war das Stück hier am Rand. Paraguay und Uruguay. Paraguay war in der Mitte, Uruguay war da unten. St. Kitts and Nevis war eins von denen hier. Glaube, es ist sogar das hier. So, die Dominikanische Republik war das Stück hier. St. Lucia ist dann eine von denen gewesen. Grenada. Das weiß ich nicht mehr. War das hier? Ich glaube nicht. Doch, das war hier eins. Okay. So, Peru. Das hier irgendwo? Ja. Nicaragua war, glaube ich, hier irgendwo. Ja, da. Brasilien ist klar. St. Vincent und die Grenadinen ist hier noch irgend so ein übriges Ding. Uruguay ist da unten. Kolumbien war die Verbindung von Panama. Argentinien ist das große Stück hier. Belize war das Ding. Genau, das kleine Teil war Belize. Richtig. Jetzt, wo ich es gelesen habe. Mexiko ist klar. Kanada ist klar. So, Guatemala. War das das da? Nein? Oder war es das da auch nicht? Das da war es aber auch nicht. Doch, das ist Guatemala. Nach Mexiko kommt Guatemala. Nach Mexiko kommt Guatemala, wenn man südlich läuft. Eieiei. So, Venezuela. Was fehlt denn jetzt noch? Das da fehlt, aber das ist nicht Venezuela. Das da ist es. Das groß. Venezuela ist enorm groß. Ja, okay. Costa Rica. Bin ich jetzt doof? Was habe ich jetzt gemacht? Da habe ich denn jetzt hier hingeklickt? Dominika war das nämlich. Suriname. Ja, mal alles, ne? Ja, mal alles. Das hier war. Das hieß anders. Wo war Suriname? Nee, das ist das. Das war anders. Gottes Willen. Okay, 56 Versuche. Das ist noch viel, viel Luft nach oben. Wenn man es nicht öfter macht, lernt man es nicht. So, Honduras. Geht's wieder los. Irgendein Star. Irgendein Star ist Honduras. Okay, Mexiko, klar. Belize weiß ich jetzt auch. Chile ist auch klar. Das war aber schon immer klar. Das ist jetzt nichts Neues. Haiti ist neu für mich. Das hier. Guyana ist dieses Ding. Die Dominikanische Republik. Ach ja, das war das hier. Kuba war die Insel. Grenada war ganz unten. Nicaragua hatte ich vorhin wieder falsch. Glaube aber, das war hier. Nein? Dann war es hier. Nein? War es doch hier? Irgendwo da? Ja, da. So, Jamaika war die ganz kleine Insel. Suriname ist neben Guyana. St. Lucia ist eins von denen da. Ich glaube, das hier, ja. So, Guatemala war nach Mexiko. USA. Kolumbien war nach Panama. Da haben wir auch Panama direkt. St. Vincent und die Grenadinen war, glaube ich, das da oder das da. Dann ist es eins, irgendeins hier, ja.
Trinidad und Tobago war hier. Barbados war das hier draußen. Paraguay war hier. Peru habe ich mir wieder nicht gemerkt. Peru habe ich mir wieder nicht gemerkt. Okay, nichts von dem. Dann ist Peru hier unten. Wieso kann ich mir sowas nicht einfach merken? Das Große da ist Peru. Das Große da ist Peru. Bolivien war hier noch, ne? Wieder nett. Ach, komm schon. Nee, Bolivien war... Das habe ich vorhin schon falsch gehabt. Bolivien war dieses Stück. Richtig. Uruguay ist hier unten. Brasilien ist hier. Venezuela ist hier. Kanada ist da oben. Antigua und Barbuda ist eins von den beiden da. Dann ist das daneben St. Kitts und Nevis gewesen. Costa Rica war das Ding hier. Richtig. Dominica ist die letzte Insel hier drüben. Die Bahamas sind hier. Argentinien fehlt sowieso noch. Ecuador ist das Stück hier am Rand. Und El Salvador ist das rote hier unten. Heieieiei. Okay. Uff. Leute. Uff. Ganz großes Uff. So, weiter. Nochmal. Das erste ist... Okay, doch, jetzt weiß ich. Bolivien ist hier. Das hatte ich jetzt die ganzen Male immer falsch. Das weiß ich mittlerweile. Ich meine, ich bin jetzt schon wieder schlauer als vorher. Ich weiß jetzt schon mehr als vorher. Das hat sich jetzt schon gelohnt. Ja, Grenada ist wieder irgendeins von den komischen Dingern da. Oh, welches ist Grenada? Ach klar, Land ganz unten. Richtig, ganz unten. So, Guatemala ist nach Mexiko. Uruguay ist das da unten. Brasilien. Guyana ist dieses Stück, Dominica ist diese Insel, ich krieg sogar die Inseln teilweise, Venezuela, Costa Rica, war hier, das da, oder? Oder? Vor Panama? Ja, tatsächlich. Argentinien war hier und Kuba ist das Ding, Kanada ist da oben. Ecuador war dieses Stück. Ah, jetzt kommen die zwei wieder. Oh, da bin ich jetzt unschlüssig. Ich glaube, das da. Yes. Belize ist dieses kleine Stückchen hier. St. Kitts and Nevis ist daneben gewesen. Nicaragua. Ich glaube, ich hatte es vorhin hier irgendwo hingesetzt und da war es nicht, sondern es war hier. War es dann doch nicht. Doch das Stück hier? Auch nicht. Dann doch hier. Also jetzt genau andersrum, als ich es gedacht habe. So, die Bahamas sind klar. El Salvador. El Salvador. Ist das Ding hier gewesen? Barbados ist hier drüben. Paraguay ist da. Und St. Lucia ist, glaube ich, die letzte Insel, die uns hier noch fehlt. Trinidad und Tobago ist das Stück. Jamaika ist die kleine Insel hier. Peru ist, glaube ich, das da. Nein, scheiße. Warte, was? Peru ist das da? Ja. So, Honduras. Das ist Chile, das ist es nicht. Ist ich glaube, das da. Ja. Mexiko haben wir auch noch gar nicht drin gehabt, okay. Suriname ist neben Guyana. Kolumbien ist das. Große hier. Richtig. Und dann ist hier Haiti hier drüben. Und dann fehlt noch Chile.
Ach, und noch so ein Inselding. Eieiei, okay. Okay, dabei belassen wir es erstmal, machen nachher nochmal eine Runde. So. Ich glaube, bei den Hauptstädten geht es jetzt schief. Da bin ich viel zu sehr. Die meisten kenne ich halt überhaupt nicht. Wir könnten sie vorher lesen, aber wir gehen einfach mal blind rein. Wir gehen einfach mal blind rein, Leute. Dominika, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Santo Domingo. Rousseau. El Salvador. San Salvador. Wenn es das gibt, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es hier keine falschen Städte zumindest gibt, dann ist das das Einzige, was Sinn ergibt. Bahamas. Buenos Aires ist Brasilien, oder? Also bleiben die anderen übrig. Alle noch nie gehört. Nassau war es, okay. Jamaika. Einzig klingt nur Lima sinnvoll. Schade. Trinidad und Tobago. Geh mal auf Port of Spain. Klingt irgendwie so passend, ja. Okay. Meine das schon mal gehört zu haben. Venezuela. Und hier, wie irgendwie, irgendwas bringt mich hier hin. Schade. Belize. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kolumbien. Also das ergibt überhaupt keinen Sinn, das Chile. Brasilien. Oh, wait. Was habe ich vorhin bei Buenos Aires? Habe ich da Brasilien gesagt? Das ist natürlich Blödsinn. Buenos Aires ist. Naja, wir kommen noch hin. Ich glaube, Kolumbien ist Bogota. Ja. Haiti. Haiti. Havanna? Port-au-Prince. Kuba ist Havanna. Peru. Geh mal auf Lima. Okay. Vier Buchstaben, vier Buchstaben. Honduras. Ergibt ja eigentlich nur ein einziges Sinn, weil alles andere passt ja zu dem anderen Land jeweils. Tegucigalpa. Die Dominikanische Republik. Hatten wir Santo Domingo schon? Nein, war nicht. Nicaragua. Also wenn es Managua als Stadt gibt und das die Hauptstadt von irgendeinem Land ist, dann doch wohl von Nicaragua. Okay. Aber das sind jetzt halt alles nicht, weil ich es weiß, sondern weil ich es auf Ausschlussverfahren mache. Kanada. Ach so, es ist Ottawa, oder? Ja, klar. Panama kann nur Panama Stadt sein, hätte ich aber jetzt nicht gewusst. Aber wenn es halt zur Auswahl ist, ist es logisch. Jetzt haben wir Buenos Aires. Das war Argentinien, nicht Brasilien. St. Lucia. Castries oder St. George's. Okay. Antigua und Barbuda. Bleibt eigentlich nur St. John's. Barbados. Sucre. Bridgetown. Naja, Chile, Santiago de Chile. Klar. Guatemala kann dann auch nur Guatemala Stadt sein. Wird irgendwie komisch, wenn Guatemala Stadt die Hauptstadt von
Ecuador ist. Mexiko kann nur Mexiko-Stadt sein. Kingstown hat man noch nicht. Costa Rica. San Jose hat man auch noch nicht, oder? Yes. Ecuador. So. Quito schließe ich aus. Bogota schließe ich aus. Ja, moin. Paraguay. Das kann jetzt aber nur Asunción sein. Ja, Washington. Uruguay kann dann nur Montevideo sein. Suriname kann nur noch Paramaribo sein. Noch nie gehört. Brasilien, Brasilia. Guyana. Ich glaube, Georgetown hatten wir noch nicht. Aber Guyana, Georgetown, ja, warum nicht? Warum nicht? Ist halt dann so. Jetzt kann man ja danach gehen, was man noch nicht hatte. Ich glaube, Basseterre hat man noch nicht. Grenada, Belmopan hat man noch nicht. Ups. Bolivien. Kriege ich jetzt mein Montevideo? Das war Sucre. Okay. Also flaggentechnisch werde ich ganz wenige hinkriegen. Allerdings ist es, glaube ich, da nicht so schlimm wie in Europa, weil in Europa hast du so viel, wo die Farben einfach gleich sind und die nur anders angeordnet sind und dann kommst du da so schnell durcheinander. Hier hast du ja teilweise wirklich ganz neue Symbole. So Brasilien gibt es nur ein einziges Mal, sozusagen, ne? Jetzt muss ich aber halt ganz viele raten. Kenne ich nicht. Kann ich, weiß ich nicht. Ich schließe Kuba aus. Ich schließe die Bahamas aus. Eigentlich schließe ich auch gerade die Republik aus. Schade. Ja, das ist Jamaika. Das kennt man. Ich schwanke zwischen Argentinien und Dominika. Ich glaube, Argentinien ist anders. Ich nehme trotzdem Argentinien. Ja, gut, okay. Das ist dieses da. Zwei Sterne für zwei Orte. Also nicht Orte, aber, ne? Das ist Brasilien. Was steht da drin? Ordem e Progresso. Ah, okay. Ja, das ist jetzt. Pff, keine Ahnung. Okay. Mexiko schließe ich aus. Ich gehe auf Uruguay. Kuba. Das ist Kuba, okay. Oha. Lucia? Jetzt wird es natürlich irgendwann passieren, dass ich in Länder doppelt anklicke, die wir schon hatten, einfach weil ich mir nicht merken kann, was wir schon hatten, ne? Also da bitte nicht wundern. Das hat sowas von Bolivien. Ja. Okay, ich schwank jetzt zwischen Trinidad und Ecuador. Ich hätte jetzt als erstes Ecuador genommen, dann habe ich noch Trinidad gelesen und dachte mir so, könnte auch passen. Boah. Ich gehe auf meinen ersten Gedanken, Ecuador.
Ah, ist es A oder C? Nope, es ist D. Das ist Venezuela. Dieser Halbbogen ist Venezuela. Okay. Warum nicht? Ja, keine Ahnung. Suriname? Das ist Belize, okay. Ja, das ist Kanada. Das meine ich mit, einige Länder sind eindeutig. Es gibt kein anderes Land, das dieses Blatt hat. So wie es auch, glaube ich, kein anderes Land gibt, was diese Raute hat mit der Kugel drin. Also Brasilien. Okay, wer hat diesen Vogel? Wer hat einen Vogel? Dominika? Oh, Tatsache. Yo! Illuminati-Zeichen fast schon. Da könnten wir ja Verschwörungstheorien. Also, aus der Flagge könntest du ja Verschwörungstheorien mit dem Illuminati-Zeichen machen. Das ist ja fast schon echtes Illuminati-Zeichen. Holy moly. Das ist ja das Key. El Salvador. Schade, Nicaragua. Können wir mal die Verschwörungstheoretiker bitte auf Nicaragua loslassen? Ich meine, hallo? Oha. Ist das jetzt vielleicht dieses Trinidad und Tobago-Ding? Ah. Oh, da explodiert was. Also ich sehe zumindest, die einen sehen hier vielleicht eine aufgehende Sonne, ich sehe eine Explosion. Ich gehe auf Antigua und Barbuda, weil die anderen Länder hätte ich gemeint, kenne ich, weiß ich, wie die aussehen. Ja, okay. Okay. Kann es sein, dass das nicht ganz zentriert ist? Ist das normal? Also ist es auf der Flagge auch nicht zentriert? Oder ist es nur hier in dem Bild nicht zentriert? Warum ist es nicht zentriert? Honduras. El Salvador ist das, okay. Okay. Oha, drei einzelne Rauten. Drei einzelne Rauten stehen für St. Vincent und Grenadinen. Weil alles andere hätte ich gemeint, sieht anders aus. Aha, wieder so ein Dreieck am Rand. Was hatten wir denn jetzt noch nicht von den. Ne das, wobei, ich glaube, das hatte. Ah, ich glaube, wir hatten Uruguay schon. Oder hatten wir Paraguay? Ach Gott, ich weiß es nicht, dem Uruguay. Die Bahamas. Das sind die Bahamas. Das ist diese ganze Inselgruppe. Okay. Irgendwas schreit in mir nach Kolumbien und ich weiß aber nicht, ob wir Kolumbien schon hatten. Das wäre wieder blöd. Im Kolumbien, was soll's? Es ist Ecuador natürlich. Oha. Das ist ja eine coole Flagge. Aber wohin gehört die? Ich nehme Peru. Das ist Panama! Das ist Panama? Blauer Stern und roter Stern und blau und rot? Das ist Panama? Es wäre wahnsinnig interessant, mal hinter den ganzen Flaggen zu er erfahren, wie wofür die stehen. Ne? Huch, das ist ein Dreizack. Wem gehört denn der Dreizack? Paraguay. Barbados. Barbados gehört der Dreizack. Okay. Ich hoffe, das Feld da oben sieht keiner. Das könnte auch eine europäische Flagge sein. Ja. Geh mal auf Peru, weil ich es kann. Okay. Okay, das ist jetzt aber Kolumbien.
Ah, alles außer USA. Grenada hatten wir noch nicht, ne? Ich glaube, die Dominikanische Republik hatten wir zwar auch noch nicht, aber ich gehe auf Grenada. Tatsache. Was ist das denn? Fünf Sterne, die nicht mal mittig sind. Andalusia? Honduras. Das ist Honduras. Okay. Oha. Ich glaube, die Flaggen sind einfach ein bisschen verzerrt, kann das sein, weil das ist alles nicht so mittig. Hat man ja alles schon. Bleibt nur St. Lucia. Hat man doch auch schon alles. Bleibt nur Paraguay. Das kann eigentlich nur Guyana, Bolivien sein. Guyana. Ja, moin. Haiti hat man noch nicht, oder? Oha, die Sonne scheint. Wo scheint die Sonne? Ich glaube, in Costa Rica scheint die Sonne. Ne, in Uruguay scheint die Sonne. Okay. Das ist. Bin ich denn dumm? Ich hätte jetzt gedacht, Mexiko ist eine Flagge, die ich erkenne. Ich weiß gar nicht, dass sie da so eine Figur drin haben. Oha. Oha. Das ist Kuba. Oder Guatemala. Guatemala oder Kuba? Hier auf Kuba. Hä? Hatten wir Argentinien? Bin ich jetzt dumm? Hatten wir Argentinien nicht schon? Argentinien hat auch so eine Sonne. Oha, das sind Länder, wo ich eigentlich dachte, ich erkenne die Flaggen, ne? Sind eigentlich Länder, wo ich dachte, ich erkenne die Flaggen, aber scheinbar nicht. Das ist auch eine Flagge, die kenne ich eigentlich. Also die erkenne ich, die habe ich schon mal gesehen, so, aber. Ich gehe auf Nicaragua, weil Suriname ist das, okay. Ja, uff, schlechte Runde. Aber wie gesagt, die Flaggen sind auch so das Schwierigste, finde ich. Ja, die Bundesstaaten, genau. Hauptstädte US-Bundesstaaten, oh Gott. Provinzen. Uff. Mexiko-Staaten, oi, 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 oi. Ja, komm, machen wir nochmal die Länder zum Abschluss. Gucken, wie viel wir jetzt hinkriegen. Jetzt ist schon wieder ein bisschen her. Na, jetzt muss ich wieder mehr überlegen. Belize war das kleine Stück hier. Das ist jetzt eins von denen da gewesen. Ich glaube, das ist da oben. Aber auch hier, ich weiß schon wieder mehr als vorher. Also ich habe jetzt schon wieder was gelernt. Doch schön. So sollte das sein. Habe ja nie Animal Crossing gespielt, aber die Musik dort ist halt einfach auch echt cool. Das ist aus dem neuesten Animal Crossing. Da, 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 da.
Irgendwo hier ist Honduras und ich weiß wieder nicht, welches davon es ist. So ein Mist. Das letzte von den dreien. Da 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 da. Da 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 da. Di di di. Di di di. Di. Du 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 du. Peru hatte ich vorhin immer falsch, jetzt weiß ich, wo es ist. Auch schon wieder eine Sache, die ich mehr gelernt habe, ne? Didi didi didi. Didi didi. Ah, das war die Kleine. Jetzt bin ich ein bisschen zusammengezuckt. Sorry, ich hoffe, ich habe nicht zu laut geschrien. Ah, weil das war jetzt ein bisschen doof. Ah, welches von denen war jetzt St. Vincent? Welches von denen war St. Vincent? Das obere. Schade. Das andere. Du. Hä? Ach, Kanada fehlt noch. Kuba war. Wait a moment. Ach ja, klar, die große Insel. Ja, okay. Ich glaube, es war das beste Ergebnis bisher. Nicht optimal, aber auch hier wieder, wir haben einiges gelernt, was Länder angeht, ne? Wir haben ein bisschen was gelernt. Wird jetzt nicht so sein, dass ich das jetzt auf Anhieb alles hinkriege, aber wir machen das ja zur Weiterbildung. Ich hoffe, auch ihr habt was gelernt. Ich hoffe, auch ihr habt bisschen mitdenken können. Ländertechnisch war ich sehr überrascht, dass das hier Panama ist. Das habe ich noch nicht gewusst. So ein paar Sachen werden, glaube ich, hängen bleiben. Und wenn nur eine Sache nach diesem Video. Wenn man nur nach einer Sache mehr weiß als davor, dann ist es wie eine Unterrichtsstunde. Es sollte keine Unterrichtsstunde geben, aus der man rausgeht und sagt, ich habe nichts Neues gelernt. Und sobald ich etwas Neues gelernt habe, war die Unterrichtsstunde schon nicht umsonst. Und damit denke ich, war auch dieses Video schon nicht umsonst. Also für mich auf keinen Fall. Ich habe was gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Ich weiß noch nicht, wie dieses Projekt ankommen wird. Ich finde es wahnsinnig spannend, so ein bisschen über die Welt wieder zu erfahren, wenn man es noch nicht so genau weiß. Und mir hat halt GeoGuessr gezeigt, dass ich da noch sehr viel Nachholbedarf habe. Und das möchte ich ganz gerne angehen. Und das gehe ich gerne mit euch zusammen an. Ich hoffe, es unterhält euch ein bisschen. Weiß es nicht. Aber in jedem Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich werde es mir mal ein bisschen angewöhnen, das auch nachher zu sagen. Die Statistiken zeigen einfach, dass Leute sowas eher machen, wenn man es auch sagt. Also sage ich es halt. Ja, weil das ist halt auch für mich ein schönes Feedback. So, ihr dürft auch gerne einen Kommentar schreiben, das ist mir fast lieber als Däumchen nach oben. Aber dann sehe ich zumindest, dass es gut ankommt. Weil Videos, die 15 Leute gucken und die haben zwei Daumen nach oben, dann weiß ich nicht, hat es jetzt den anderen 13 nicht gefallen oder haben die einfach nur nicht geklickt. Deswegen erinnert man halt dann einfach daran und sagt es einfach mal. Ich versuche mir zu angewöhnen, das zu sagen. Das wollte ich schon viel öfter machen, weil ich vergesse es immer wieder. Also es kann sein, dass ich es jetzt einmal sage und die nächsten 50 Videos sage ich es einfach wieder nicht mehr. Also, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne euch bemerkbar machen über ein Däumchen oder Kommentar. Und ja, danke fürs Zuschauen und tschüss.